und in jeder jüdisch Haus an Ausnahm darf man doch zünden Chanukkelicht. Ihr Seibir hat noch nicht gespäht anzuzünden Chanukkelicht. Ist die Nacht groß, ihr könnt noch anzünden vier Chanukkelicht, weil heint ist die vierte Chanukkelichtel. Und erwarte, als ihr wird lichtig machen in Stub, mit dem Licht von Chanukke, wird es helfen, an die Lichtigkeit so anhanden a ganzen Jahr. Und jetzt, meine Teile, lass mir zugehen, zu dem Ihnen die Welt erzählt. Der weltberühmter Nossi, der Goen und Zadig, der Lubavitcher Rebbe soll gesund sein, hat bekannt gemacht letztens, als er sehen wie das Jahr, Tovshi in Hof, in der 200 Jahr, noch die Jahrzeit von Baal Shem, ist das ein Jahr, in was man darf wegen dem Baal Shem reden. Man darf erzählen, wer der Baal Shem gewinnt. Man darf verspreiten seine Idealen. Und man darf euch bekannt machen, die Ziele, zu was der Baal Shem hat gezielt in dem Kurs von seinem Leben. Und wir meilen, umgehend in dem Richtung, also wie heint ihr doch am Moment von Lichtigkeit und die Lichtigkeit von Baal Shem hat doch angefangen zu leuchten, mit etlichen 100 Jahren zurück, und mit dem Ebersten's Hilfe wird es leichten, bis Moschiach wird kommen, reden wir heint euch wegen dem heiligen Baal Shem Tov. Es seinen vorhandenen Ksovim, welche seinen durch Reb Odom Baal Shem übergegeben geworden zu Reb Yisroel Baal Shem Tov. Und in dem Kurs von der Zeit ist es gegangen von Hand zu Hand, bis wann es der Saison gekommen zu Reb Yisroel zu Ruzhiner, der heilige Ruzhiner. Und danach, wenn die Regierung die Russische hat ihm genommen die Füße und sie haben euch konfiskiert, alle seine erhaltenen Ksovim, seinen die Ksovim umgekommen in der russischen Bibliothek. Und von dort, durch gewisse Sibis von Soldaten, welche haben das herausgegangen wird und verkauft zu Jiden, hat es da gerecht zu dem Bibliothek von dem frierdicken Lubavitcher Rebbe. In die Ksovim ist vorhanden als Sippur am Meise, wer der Baal Shem Tov ist gewesen. Und dem Sippur haben Meister erzählen mir, was durch dem wird bei uns bekannt, ob die Neschome von Baal Shem, wo sie ist gewesen und was es ist gewesen, das Ziel von den Baal Shem Tovs kommen dort auf der Welt. Und ich gebe euch über dem Loschen, bei denen nicht anders zu machen, als viele, keine Phrase, und ich hoffe, dass ihr werdet sich zutragen und zuhören mit die passige Aufmerksamkeit. Und die Meise fängt sich an mit die Wörter. In dem Jahr Schien Lamed Gimel, das ist bei etwa 383 Jahre zurück, er gewann in der heiligen Stadt Tzfas in Eretz Yisroel, Ayid, was er hat nur gekonnt davenen, nicht mehr. Aber er ist gewann Atomim Bemaßer. Jeder Sach, was er hat getan, er gewann ganz zu dem Ebersten. Und euch ist er gewann Hatznei Aleches, als er hat sich ausbehalten, als in sein Gehen, in dem Weg von Teure und Mitwes, soll der von keiner nicht wissen. Einmal, bei Nacht, bei er hat abgerichtet, hat er gehört, am geklappt ein Tier bei ihm. Hat er aufregetan, wer ist, hat jener geämpft, als er ist Eliyahu Hanovi, Zohar Latov. Hat er immer reingelost. Also wie er ist reingekommen, ich stub zu ihm, ich geworden Sossen wie Simche. Das meint, dass die Kinderloch haben mich angehalten zu tanzen und die Wiegloch. Sagt der Jid zu ihm, sitzt Rebeleben. Hat er sich niedergesetzt. Und er sagte mit dem Loschen, ich bin gekommen zu dir, dir am Plecken, dem Jahr, wenn Moschiach da kommen. Nur mit dem Beding, also sollst mir euch sagen, ein Sach, was du hast getan, in dem Tag von deinem Bar Mitzwe, was von damals tun, hat mir von euch gepasst, also du sollst sicher sein, als ich soll sich zu dir am Plecken. Und ich soll dir am Plecken behalten, es sei das. Hat ihm der Jid geämpft, ich, was ich hab getan, hab ich es getan nur von Hashem Yisburgs wegen. Heint, wie kann er das anplecken? Äußer dem Ebersten allein, nur Tomer, will der Rebbe über dem nicht anplecken zu mir, des Edes bedarf mir nicht. Ich hab die Kabole, als was a Jid tut, soll er sehen, was mehrer das Ausbehalten von Menschen soll sein nur vor dem Ebersten allein. Ist plötzlich Eliyahu Hanovi Nelem geworden. Er ist von ihm behalten geworden. Und er hat ihn mehr nicht gesehen. Und von oben, in Himmel, ist geworden ein größer Rasch. Von dem Tmimis, von dem Jiden. Als er hat auch gesagt, Eliyahu Hanovi, Abi, soll sein nur vor dem Ebersten Namen allein.
und hat auch gefastet mit der Haskumme, mit dem Abstimmung von dem ganzen Besen schon Meile. Als Elio Hanovi soll sich zu einem Jo anplecken und soll mit dem Lernen Tere und soll ihm anplecken die behaltene Seides von Tere. Und sie tat auch sie gewinnt. Elio hat sich zu ihm anpleckt und hat mit ihm gelernt und er hat ihm viel Seides Hatere Hakdische Megali gewinnt, ihm aufgedeckt die alle Seides Hatere und er ist geworden Achad Bedore, ein größer Mensch in dem ganzen Dorf. Er ist geworden Achadik Tomim. Und er hat es nie erlebt. Keiner hat nicht gewusst von seiner Heiligkeit und von seiner Größkeit. Weil je hier haje, le eisig nosse, zu der Zeit, wenn er ist älter geworden, keiner lebt doch nicht ewig, ist gekommen der Moment, wo er hat gedacht, nüchter werden. Und wie der Seder Heulam ist, in, er ist in etliche Tage nüchter geworden, in a tiefe älter. Hat man von oben, von Himmel, ihm gegeben als Haar, als er soll sich gefunden in dem Cheder, in Gan Eden, wo die Ovis hake durch im Sinne. Aber Militiäische haben gemacht er rasch, als er kommt ihm zu bezahlen, noch einen größeren guten Schar. Wo, weil, als er gewinnt, als er größer Zadig, und hat sich als sie gut gekannt ausbehalten, a keiner soll von ihm nicht wissen, noch alle sie gewinnt, bei Emmes la Amitre, von dem Ebersten Snomen, allein, kommt im Gura größten guten Schar. Von der Besen schon Meile als sie gepasst. Der Fall, wo die Welt auch nicht sicher gewesen. Zu belichten werden von dem Ruach von seinen Tieren, soll die Heilige nicht schon mal noch einmal herunterkommen auf die niedrige Welt. Und man soll von Himmel sie neten, als sie soll anpflegt werden. Und durch die nicht schon mal soll euch anpflegt werden ein neuer Weg in Welt. A weg von umolo hoorets deo. A de Welt soll werden ungefüllt mit die Wissenschaft, euch zu kennen, nähen zu bringen, die Ende von Goles. Und a sie ist dacke gewesen. Die Nishome ist auch gekommen zurück auf die Welt. Und von Himmel näht man sie, a sie soll anpflegt werden und a schum teretz. Und die Xovim, welche seinen ungekommen zum Baal Shem, steht weiter in die Xovim. As jetzt, sagt man euch, als die Nishome, welche hat gedacht, herunterkommen auf der Welt, und sie ist heruntergekommen als zweiten Mal, bei der lauter machende Welt, mit der Ruach von Tahare und mit der Ruach von Kedusche und Bekorev, wird anpflegt werden und aufleuchten an neue Lichtigkeit in der Herzen von jedem einzigen Jiden, und durch sie und durch ihm wird geheiligt werden, dem Ebersten Snomen, als es nicht kadisch werden, Shem Shomayim, und man wird keine Nähe unterbringen, die heilige Geule durch Mashiach zu kennen. Darf man wissen, steht dort in die Xovim, zu dem Baal Shem, als der Reb Yisroel Baal Shem Tov, der ist es die Nishome, weil welcher ist heruntergekommen auf der Welt, auf einem Flecken dem neuen Weg. Und mit Meile muss er anpflegt werden und er muss ausführen sein göttliches Schliches Beulah. Und meine Teure, und in dem Sippur HaMeise spiegelt sich auch der ganze Inhalt von dem Kommen von dem heiligen Baal Shem do auf der Welt. Anne Schomme, was ist darunter gekommen auf beleuchtende Welt. Und wie wir sehen durch Tage, durch die Millionen Jiden, welche seinen durch den Baal Shem und seine Talmidim und Talmidehin, seinen Iskariv geworden, nähenter geworden zum Ebersten und hat durchgenommen geworden mit der Lichtigkeit von Ahaves Hatere und Ahaves Hashem und Ahaves Yisroel und sei bis dem jetzigen Moment und mit dem Eberstens Helf euch weiter bis Moschiach Skenu, wird man gehen mit dem Derech Baal Shem und lichtig machen die ganze Welt mit der Lichtigkeit von Teres Baal Shem Tov. Aber es ist gekommen, durch die Nishome, welche hat sicher gewesen, durch Asami-Sort Ideal, von Ton nur vor dem Ebersten allein, zu kennen, haben dem Schuss, zu sein Araboden, Arebe von alle Jiden. Und meine Teure, das ist an ihnen, so was jeder einziger sein Mann und Frau kennen der Griechen. Wir kennen Ton am Mitzwe, als der Ebester allein soll davon haben, man nach der Suche. Und er warte, als man behalt sich aus von Menschen und man sucht, dass jeder Sache soll sein, nur von dem Ebersten allein, ist es eine von den größten Sachen in der ganzen Welt. Und das ist ein Ding, was jeder einziger Jid ohne Ausnahme kennt aus der Griechen.
zu a größer Jid, zu a kleiner Jid, zu a mittler Jid, sei a Mann und sei a Frau. Als me tut a Mitzwe, und me lernt ihre, in a Weg, wo soll nicht sein, in an Öffentlichkeit von Menschen, an Menschen sollen sich mit dem reden, und er soll sich mit dem von Menschen berühmen. Der Gerechtus bis die Herste Ölem ist, und es bringt dem Gresten nach es Ruach zu dem Ebersten allein. Jeder einzige von uns kennt es der Griechen, aber wir dürfen sich aufstellen und ertrachten auf die größte Heiligkeit, zu was wir kennen, erreicht. Und meine Teile, lassen wir für einen Moment massig sein und zukommen zu dem Inhalt von dem heutigen Abend, wo die nationale religiöse Organisation wird bei jedem einzigen von euch. Es befinden sich in Eretz Israel, wie ich habe schon etliche Mal ermahnt, zähnliche und zähnliche und zähnliche jüdische Kinder, welche warten auf ein Portfilm, wo die Mekayim sein dem Ebersten zur Mitzwe. Heint ist Chaneke. Heint ist ein Minhig bei Jiden zu geben Chaneke Geld. Heint ist ein Minhig bei Jiden. Und sie zinnen die Lichtigkeit von die Mitzwe, welche leicht auf ewig. Und ich will euch beten, meine Teure. Helf die Tausender, helf die Hunderter, helf die Zähnlige mit dem, was ihr wird geben, Möglichkeiten von Apportfilm. Und ihr sollt wissen, was mehr es kommen zu jeden jungen Leid Wochen, welche legen Filmen Eretz Israel. Es ist nicht nur eine Starkheit für sie allein, das ist eine Starkheit für die ganze Jugend von Eretz Israel. Heute wollt haben einen gewaltigen Schuss. Ein Schuss, was ihr bei MS dankbar sein. Ruft mir ab, Briargate 49869, und sagt mir, als ihr schickt die $10, für wie viel es kostet für den Film, für jüdische Kinder in Eretz Israel. Und mit dem, was ihr wird gehen in Asamis und Weg, ab weg, was mir müssen unter alle Bedingungen helfen. Und helfen darf ja die teure jüdische Kinderloch, welche stehen und beten zur Berachmim, helft uns mit der Portfüllung. Wird ihr Tag sicher sein. Also wird werden lichtig bei jedem einzigen von uns. Und wir werden haben ein jüdischen Naches von unseren Kindern. Und mit dem, meine Teure, endlich ich und ich hoffe, als ihr wird mir abrufen, Briargate 49869, take it von mir ja, stellt sich nicht ob es ist spät, ich warte auf euer Telefon. Briargate 49869. Hat mir alle eine gute Nacht und hat mir alle lichtig nur eine gewünschte, eine fröhliche Chaneke. Und bis die andere Woche in derselben Zeit, und der Rebischter helfen, wir sollen uns treffen mit fröhlichen Herzen. Eine gute Nacht und eine fröhliche Chaneke.